Was geht ab, Sunny hier von Detect Device. Heute geht es um das Thema Datenbackup, Vorbereitung fürs neue Gerät. Weihnachtszeit bricht an. Ich habe es im letzten Video schon erwähnt. Nur ein schlauer User, der ist auf die Idee gekommen. Hey, zeig uns doch mal eine Alternative, wie das Ganze ohne Google geht, ohne dass ich jetzt Google meine Daten in den Rachen werfe. Das versuche ich euch hier beizubringen. Da habe ich so ein paar Punkte mir aufgeschrieben, wie man die Daten am besten backuppen kann. Und falls euch noch weitere Ideen einfallen, ab damit in die Kommentare, aktive Community, Hashtag, ihr wisst Bescheid. Viel Spaß damit, bis gleich. Punkt Nummer 1, natürlich die klassische Version USB-Kabel. USB-Kabel angesteckt an den Rechner, damit, wie ihr hinter mir seht, und die Daten einfach alle übertragen und die wichtigen Daten einfach Bilder, Musik, Apps, was auch immer, übertragen auf den PC. Da habt ihr so oder so dann nochmal ein Backup quasi und dann das Ganze aufs neue Handy dann einfach nach der Ersteinrichtung, wie im letzten Video, die Ersteinrichtung habt ihr da gesehen, einspielen. Punkt Nummer 2, natürlich eine Cloud wie Google. Wenn ihr Google nicht benutzen möchtet, gibt es da die OneDrive von Microsoft, Dropbox gibt es, vielleicht habt ihr irgendwo einen Online-Speicher kostenlos oder vielleicht bezahlt ihr irgendwo einen Online-Speicher. Auch das könnt ihr natürlich verwenden, um dort eure Daten via App, via Handy zum Beispiel einfach drauf zu packen und dann wieder zu synchronisieren auf das Gerät. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, die ich früher mal genutzt habe. Das ist schon lange her, aber wenn man zum Beispiel in die Kontakte hineingeht, dann hat man die Option, diese Kontakte zu sichern. Und zwar nennt sich das dann eine VCF-Datei zu erstellen. Diese VCF-Datei könnt ihr dann ganz einfach intern speichern oder mit einem Dateimanager dann einfach oder via Bluetooth aufs neue Gerät draufschieben und damit könnt ihr dann beispielsweise Kontakte backuppen. Das gilt, wie gesagt, nur für die Kontakte. Dann haben natürlich einige auch das Privileg einer SD-Karte. Natürlich könnt ihr eure Daten einfach via Dateimanager, zum Beispiel ES-Datei-Explorer, von den internen Speicher auf die SD-Karte verschieben. Und die SD-Karte, sofern es euer neues Handy unterstützt, ins neue Gerät reinlegen. Schon habt ihr alle Daten, wie gewohnt, vorhanden. Und dann gibt es natürlich noch, last but not least, das eigentlich langsamste, und zwar die Daten ganz einfach. Die zwei Handys nebeneinander legen, Bluetooth anschalten und die Daten hin und her schieben. Das Ganze kann sich etwas ziehen. Falls ihr ein Samsung-Gerät habt, da gibt es die Option Wi-Fi Direct. Da könnt ihr, wenn ihr im gleichen WLAN-Netz seid, die Daten verschieben. Da geht es nochmal einen Tacken schneller. Einfach mal ausprobieren. Ansonsten, wie gewohnt, wie von Hinkel schon gesagt, die Hersteller-Apps nutzen, wie Samsung Switch, HTC Backup, Xperia Transfer gibt es da, glaube ich, noch, LG Bridge, meine ich. Diese ganzen Hersteller-Apps, jeder Hersteller hat so seine eigene Methode. Oder ein USB-Kabel wird manchmal auch beigeliefert oder ein USB-Adapter, darüber einfach die Daten zu verschieben.